Merhaba und sonnige Grüße aus Kagicak. Wir haben Spätsommer und wir haben wieder einen ganz tollen Leckerbissen für euch im Portfolio. War. Dieser Aussicht. Und kurze Frage an den Schein. Shahin, ja? Warum glaubst du, sollte man diese Wohnung kaufen? Es sind mehrere Gründe. Und zwar, man hat hier wirklich wunderschönen Ausblick. Baujahr 2014, also ist gar nicht so alt. Man kann wirklich sagen, es ist hier schon fast Neubau. Und allein die Quadratmeterzahl vom Balkon 70, man hat hier wirklich schön Natur, Bergsicht und ist auch ziemlich schön leise zurückgezogen zu leben. Das sind eigentlich wirklich viele, viele Gründe, aber dazu kommen wir ja gleich. Okay, danke schön für die kurze Einleitung und wir starten in die Wohnung hinein. Bis gleich. So, ausnahmsweise mal fangen wir direkt vom Schlafzimmer an. Schlafzimmer beträgt ungefähr 24 Quadratmeter. Ist sehr schön, allerdings nehmen die ihre Betten mit. Nutze Information, das brauchen sie, das haben sie aus Deutschland mitgebracht. Ist was Persönliches. Wir haben direkt im Schlafzimmer auch ein Badezimmer. Ja, sehr praktisch, da müssen sie auch nicht zu Ende der Flur laufen, sondern sie können direkt hier ihr Dusche nehmen. Hallöchen. Zeigen wir mal kurz. Glasdusche, alles ebenerdig. Genau. Und hier ist der Schein wieder, erwartet uns. Hier können Sie auch direkt auf Terrasse raus. Das heißt dann, Sie haben am Morgen hier direkt draußen richtig schönen Bergblick, Naturblick. Ja, und vor allem, was sehr, sehr schön ist, dass wir hier auch noch die Bruttofläche 120 Quadratmeter haben. Wir haben natürlich den Balkon rausgezogen. Viele sagen 190 Quadratmeter. Leute, es ist 120 Quadratmeter rein Wohnfläche. Dann haben wir den nächsten Badezimmer. Ja, das ist natürlich ein bisschen größer. Ist alles neu gemacht worden. Schöne Fliesen. Boden haben wir auch noch. Fliesen dran. Große Duschkabine, reichlich Platz. Was wir vergessen haben zu zeigen, wir haben ja auch noch eine Waschmaschine. Ja. Ist alles selbst eingebaut. Das heißt wirklich alles Maßarbeit. Auch die ganzen Schränke, wie man das auch sehen kann, ich zeige es Ihnen nachher noch im Flurbereich. Das ist alles nur maßgeschneiderte Schränke. Dann gehen wir direkt hier ins Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer, müsste ungefähr 17 Quadratmeter sein. Ja, die benutzen das hier als Lager. Das ist nur Ehepaar, die brauchen nur ein Schlafzimmer. Das reicht, wieso nicht? Man kann hier noch Hobbyraum draus machen oder vielleicht ein Arbeitszimmer, was man gerne möchte. Von hier gelangt man auch direkt aufs Terrasse. Also von jedem Zimmer aus hat man wirklich schönen Bergblick und Naturblick. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zum Wohnbereich und Küche. Das ist eine offene Küche. Ja, sehr schön, groß. Vor allem alle E-Geräte sind neu. Die haben Garantie bis 9 Jahre. Das heißt, wenn da irgendwas passieren sollte, kommt dann der Handwerker bzw. auch der Servicemann und repariert das. Oder wenn es irreparabel ist, bringen sie auch neue E-Geräte. Falls mal Strom ausgehen sollte, dann hat man hier auch noch Gasherd plus Elektroherd. Was wir hier noch haben, ist ein kleiner Lagerraum. Ja. Da können Sie alles reinstellen, was Sie nicht brauchen oder beziehungsweise was Sie auch selten brauchen. Ja. Richtig schön, wenn man das hier auch mal sieht, die haben das wirklich rein maßgeschneidert. Ja. Da haben Sie Ihre Getränkelager. Und hier ist der Ausgangsbereich. So, und jetzt kommen wir zum Wohnzimmerbereich. Das ist mein Lieblingsbereich, weil ich erkläre es Ihnen, wieso. Neue Möbel. Alles, was Sie hier sehen, ist alles neu. Nur wie gesagt, manche Sachen werden Sie mitnehmen, manche Gegenstände, persönliche Gegenstände werden Sie auf jeden Fall mitnehmen. Von hier bis zum Alleinherd sind es ungefähr 4 Kilometer. Ja? Also, das sehen Sie auch nachher vom Ausblick aus, ist wirklich schön.
2014 habe ich schon gesagt, rund 119 Quadratmeter brutto, habe ich auch schon erwähnt, aber die 70 Quadratmeter am Balkon, die Terrasse möchte ich auf jeden Fall mal zeigen. Oh, übrigens, die Jalousien hier bzw. Rollläden sind elektrisch. Jetzt kommen wir mit. So. Ein unverbaubliches Mehrblick. Also Mehrblick kann man wenigstens sagen, aber ich sag mal so Alanya-Blick. Ja? Von hier bis zum Burgberg, komplett Alanya, Mehrblick plus die Berge. Also man hat hier alles komplett frei. Und allein der Balkon, wenn man sich das mal anschaut, ist super schön. Übrigens in dieser Anlage, hier leben auch, ob es jetzt oben drüber oder unten, sind alle deutsche Familien. Ja, die kommen alle selber aus Deutschland und haben alle auch Haustiere. Also Haustierliebhaber, da habt ihr keine Probleme hier, ihre Lieblinge mitzubringen. So. Wintergarten? Ja, Wintergarten, genau. Und zwar diese Fläche, habe ich ja mit dir gesprochen, Claudia. Da kann man wunderschön Wintergarten draus machen. Und zwar die Länge, wenn man hier komplett zumacht. Das heißt, im Winter können sie einfach raus, ihre Stühle, ihre Tische einfach hinstellen und wirklich schöne Pflanzen reinstellen und verschiebbare Glastüre. Was kostet das ungefähr? Ich sage es Ihnen mal gleich, Pi mal R, ungefähr 3000 Euro. Ja? Und dann haben Sie einen wunderschönen Wintergarten hier. Also das ist dann wirklich ein Gewinn, wo man dann sagen kann, ich habe das wirklich guten Platz hier. Diese Stellen, ja, also das ist eigentlich kein großes Ding. Man hat nun mal hier so Kleinigkeiten, wo man dann selber erledigen kann, als Hobbymensch technisch. Oder ihr sagt uns einfach Bescheid. Wir haben ja auch Leute, die die Arbeiten erledigen. Das heißt, diese Stellen werden dann schnell repariert. So, Kagenschack Goldbau heißt hier die Anlage. Wir haben hier, wenn man natürlich hier ankommt, insgesamt zwei Stufen. Für die Gehbehinderten oder Probleme haben, die jetzt mit dem Laufen, kann man hier eine Rampe machen lassen. Das ist gar kein Problem. Und hier diese Anlage ist der einzige Eckwohnung. Das heißt, hier rechts dran kann man nichts machen. Hier ist unverbaulich. Ja. So, und was natürlich auch schön ist, man hat hier kaum Stufen. Ja, man wird natürlich auch älter. Ist nun mal so. Wichtig ist natürlich, dass man hier auch zu seiner Wohnung kann. Es bringt nichts, wenn ich im dritten Stockwerk bin und da muss ich die Treppen hochlaufen. Bitte vorsichtig. Ja, und da hat man alles hier ebenerdig. Das ist natürlich ganz großen Vorteil. So, wir werden jetzt noch ein bisschen die Abendsonne genießen. Die Sonne geht gerade unter und vielleicht noch eine Limonade trinken. Aber last but not least habe ich eine letzte Frage an den Schein. Und zwar, Schein, wie sieht's aus mit dem Preis? Den Preis verrate ich nur die Leute, die mir gerne anrufen oder eine Mail schreiben oder über das WhatsApp. Das ist ein Überraschungseffekt. Das ist wirklich, auf jeden Fall, es lohnt sich, Leute. Ruft einfach mal an. Ihr werdet überrascht sein. So, und deine E-Mail-Adresse ist? shahin@alanya.haus. Wir freuen uns auf eure Anrufe oder auf eure E-Mails. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.